Hallo zusammen, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr IMSCP auf Linux installieren könnt. Wer IMSCP nicht kennt, ist eigentlich heißt IMSCP Internet Multiserver Control Panel. Es ist ein Panel, das als Alternative zu Blaze gesehen werden kann, also ein Webpanel, womit man Kunden erstellen kann und bzw. auch seine eigenen Seiten verwalten kann. So. Als erstes updaten wir mal unsere ganzen Pakete mit apt-get-update und apt-get-dist-upgrade. Wie wir sehen, sind neue Pakete verfügbar. Diese werden wir jetzt installieren. So, fertig installiert, müssen wir noch zusätzliche Pakete installieren. Diese findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Drücken wir Enter, installieren diese. Nun gehen wir in das Verzeichnis, das wir temporär benutzen wollen, um IMSCP zu installieren. Jetzt müssen wir auf imscp.net gehen und uns die neueste Version von IMSCP herunterladen. Hier auf Source Code klicken wir, laden wir uns die TAR-GZ herunter, klicken Rechtsklick, Linkadresse kopieren. So. Gehen wir zurück auf unseren Server, geben ein wget und laden uns die Datei herunter. Falls ihr diesen Fehler bekommt, dass dem nicht vertraut wird, müsst ihr noch ein zusätzliches Paket installieren, damit dem Ganzen vertraut wird. So, installieren wir wieder. Fertig installiert, können wir mit dem Pfeiltasten nach oben auf die vorhergehenden Befehle zurückgehen und probieren es noch einmal. So, wie wir sehen, wurde es erfolgreich heruntergeladen. Nun können wir es entpacken. So, mit ls sehen wir jetzt, dass es erfolgreich entpackt wurde. Nun gehen wir in das Verzeichnis von IMSCP. Sehen, es sind alle Dateien vorhanden, die man braucht, und wir können mit der Installation starten. Mit diesem Befehl, Enter. So, nun werden alle benötigten Pakete vorbereitet und wir durchlaufen einen Dialog, der uns das Ganze installiert. Jetzt werden wir gefragt, ob es die richtige Version ist. Ja, ist es. Wollen wir alles installieren lassen von IMSCP selbst oder es selber machen. Wir wollen das Ganze durchlaufen. Enter. Hier könnt ihr auch einstellen, welche HTTPD-Services ihr verwenden wollt. Ich bleibe bei dem hier. Nun könnt ihr auch einstellen, was ihr für einen Datenbankserver verwenden wollt. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Hier noch, welchen Mail-Server ihr verwenden wollt. Ob der Name-Server, also der DNS-Name-Server gebunden sein sollte oder ob das ein externer Server benimmt. Wir wollen das binden. So, nun installiert er Pakete, die ihr benötigt. Es kommt darauf an, wie schnell euer Server ist. Je nachdem, so schnell ist es eben. So, jetzt werden wir gefragt, ein Passwort für den Root-Benutzer, für den MySQL-Root-Benutzer festzulegen. Ich gebe jetzt mal ein Tutorial. Jetzt werden wir noch einmal gefragt. Die Installation wird fortgesetzt. Wie wir hier sehen, werden Pakete vorbereitet für die Installation. So, nun müssen wir einen Fully Qualified Hostname angeben. Das ist, damit der Server später aufgelöst werden kann. In meinem Fall gebe ich jetzt hier tutorial.energyfuzzle.at ein. Drücke auf OK. Jetzt sehen wir auch noch, ob wir die IP-Adresse beziehungsweise welche IP-Adresse primär verwendet werden sollten. Das ist dann der Fall, sind mehrere Einträge vorhanden, wenn ihr mehrere IP-Adressen auf euren Server zugewiesen habt. Aber ich habe nur eine. Enter. Jetzt werde ich auch noch gefragt, wo der SQL-Server ist, ob er lokal ist oder ob er extern ist, auf welchen Port er laufen sollte und auch noch den SQL-Username angeben. Jetzt geben wir das Passwort ein, das wir zuerst gesetzt haben bei dem ersten Dialog, als wir gefragt wurden. In meinem Fall Tutorial. Okay, nicht richtig gewesen.
Jetzt passt es. So, jetzt noch ein Username für den IMSCP SQL User, der das ganze Panel verwaltet. Das ganze Panel ist auch in einer Datenbank gespeichert. Drücken wir OK. Jetzt könnten wir auch noch ein eigenes Passwort festlegen oder Enter drücken. Dann wird, wie wir sehen, ein automatisches generiert. Drücken weiter auf OK. Jetzt könnten wir auch noch bestimmen, wie die dazugehörige Datenbank für IMSCP heißen soll. Davor, einen Schritt davor, wurden wir gefragt, wie der Benutzer heißen sollte. Ich lasse das jetzt einfach mal auf IMSCP. Hier können wir auch noch einstellen, wenn ein neuer Benutzer in IMSCP eine Datenbank erstellt, wie das Ganze aussehen soll, ob davor ein Präfix gesetzt werden sollte oder dahinter oder einfach gar nichts. Ich lasse das jetzt auch mal einfach auf None. Jetzt können wir noch unsere Zeit einstellen. Das bei mir hier America, New York passt natürlich nicht. Jetzt geben wir hier Europe ein und Berlin. Jetzt werden wir auch noch gefragt, ob wir die SSL-Funktion für den Postausgangsserver, Posteingangsserver und die FTP-Services aktivieren möchten. Drücke ich jetzt einfach mal auf Yes. Nein, ich habe derzeit kein SSL-Zertifikat für die Domain. So, nun stellen wir noch ein das Backup-Feature. Klicken wir auf Yes. Natürlich wollen wir Backups machen. Hier sehen wir auch noch, welche Backups gemacht werden sollen. Ob es komplett, Domain-Only, ob wir diese Funktion dann für die Reseller einstellen wollen, damit diese dann das für die einzelnen Kunden bzw. Benutzer dann festlegen können. Natürlich wollen wir das. Ja, jetzt generieren wir noch für die verschiedensten Dinge für Pro FTPD noch Benutzer, noch Passwort. So, hier können wir noch festlegen, wie die PHP-Konfiguration sein sollte, ob es per User ist, per Domain oder pro Seite einzustellen ist. Jetzt können wir noch einstellen, ob der DNS-Server hier der Master oder der Slave ist, aber das lassen wir hier jetzt mal auf Master. Den wollen wir jetzt derzeit nicht angeben. IPv6 könnt ihr angeben, wenn ihr eine habt. Jetzt hier ist keine konfiguriert, also nein. Den lokalen DNS-Resolver wollen wir natürlich auch. Der ist, wenn jetzt zum Beispiel tutorial.nginx.at die Seite aufgerufen wird, dann weiß der DNS-Server, der lokal mitläuft, genau, wo zu welcher Webseite die Anfrage gehört und er ordnet es zu. So, hier für Dovecat noch. Jetzt können wir noch Anti-Rootkits, die überprüfen, ob ihr irgendwelche Fehler oder ob ihr irgendwelche Schadstellen habt, also euer Server angreifbar werden könnte. Ich mache einfach die beiden jetzt mal. Jetzt können wir noch auswählen, welchen FTP Web File Manager wir haben möchten. NetFTP, MonsterFTP oder Pidio. Ich nehme jetzt mal Pidio. Jetzt können wir noch, beziehungsweise müssen wir noch den Administrator-Login festlegen und auch noch die E-Mail-Adresse, damit, falls wir unser Passwort vergessen sollten, dieses auch wieder zurücksetzen können. Jetzt könnten wir auch noch eingeben, wie unter welcher Adresse unser Control Panel für IMSCP erreichbar sein sollte. Ich nehme das Tutorial natürlich. Kann ich aktivieren. Ich habe derzeit keins, aber ist egal. Jetzt kann ich noch den Modus wählen. Ich nehme jetzt HTTP. Ansonsten würde ich jetzt dann eine Fehlermeldung bekommen, wenn es HTTPS ist. Jetzt kann ich noch den HTTP-Port festlegen. Entweder 8080, das ist der alte Webport. Hier könnte ich auch noch den HTTP-Port 4443 auswählen. Das müsste ich dann einfach auch noch hinten dran schreiben. Noch für den PHP MyAdmin SQL User, den auch noch erst erstellen. Jetzt hier, welchen Webmail-Client ich haben möchte. Dann nehmen wir Roundcube und Rainloop. Dann können sich die Benutzer das selbst aussuchen, welchen sie bevorzugen. Jetzt müssen wir für die beiden auch noch SQL User und Passwörter generieren. Das sind die Webstats. Natürlich wollen wir das auch installieren, damit man auch verfolgen kann, wie viele Aufrufe, wann, zu welcher Zeit einfach gemacht werden, wie das Ganze ablaufen soll. Ich lasse das jetzt auf dynamisch. Und jetzt wird das Ganze noch konfiguriert, nach meinen Einstellungen, wie ich es haben möchte. Das dauert je nachdem hier, wie schnell Internetverbindung ist, dauert das. Denn er muss jetzt die ganzen Pakete, zum Beispiel hier Roundcube, also den Webmail, das Webmail muss er natürlich von einem Server herunterladen. So, congratulations. Nun haben wir IMSCP erfolgreich installiert. Wir können den Screen clearen. Nun könnten wir uns einloggen mit tutorial.ngfussel.at.
Wenn wir das jetzt hier so eingeben, kommt natürlich nichts, denn wir haben ja angegeben, läuft unter dem Port 8080, müssen wir Doppelpunkt 8080 zu eingeben. So, jetzt könnten wir auch hier noch angeben, ob wir nicht doch eine Secure Connection wollen, also eine HTTPS-Verschlüsselung. Das mache ich jetzt mal auf. Und wie wir hier sehen, wie ich vorhin gesagt habe, ist das jetzt natürlich die Verbindung nicht sicher, weil es ja ein selbstgeneriertes Zertifikat ist und nicht von einem Aussteller signiert wurde, dem vertraut wird. So, jetzt können wir uns einloggen mit Admin und das Passwort, das wir zuerst festgelegt haben. So, nun haben wir das installiert. Wir sehen, es ist noch auf Englisch. Das stellen wir noch schnell um. Das Settings, Language. Dann stellen wir das erstmal um, damit alles standardmäßig auf Deutsch ist. Und dann auch noch hier unser Admin-User stellen wir auch noch um auf Deutsch. Und wie wir sehen, ist alles installiert. Hier Benutzer, es funktioniert alles. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Alle Befehle, die ich verwendet habe, stehen in der Videobeschreibung. Und ja, danke fürs Zusehen. Tschüss.